Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wie schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Heute ist bei mir ein Mann zu Gast, der sagt, er hätte schon viel mehr Zeit in Deutschland verbracht, als er zuzugeben bereit ist. Denn er ist Amerikaner, in Amerika geboren, langjähriges Mitglied des diplomatischen Dienstes, mittlerweile ausgeschieden. Und vor allen Dingen war er Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika hier in Berlin bis zum Jahr 2001. Ist mittlerweile viel gefragter Experte. John Kornblum nämlich ist da. Können Sie sagen, Herr Kornblum, in Ihrer langen diplomatischen Karriere, 1964 eingestiegen, was der Moment war, der Sie am meisten mitgenommen hat, der Sie am intensivsten mitgenommen hat? Ja, das ist eine gute Frage. Es hört sich etwas übertrieben an, aber ich habe so viele gehabt, dass es schwierig ist zu sagen. Ich war dabei, als das Vier-Mächte-Abkommen geschrieben wurde, 1971, 72. Das war für alle ein Riesenerlebnis. Die Wiedervereinigung war ganz klar so ein Erlebnis. Wahrscheinlich die Wiedervereinigung war die Vollkommenheit von allem, was ich versucht habe zu tun. So, das war ein großer Moment. Aber ich war auch dabei, als wir den Bosnienkrieg zu Ende gebracht haben. Ich war dabei, als Ronald Reagan seine große Rede gehalten hat. Also ich hatte das Glück, irgendwie immer an der richtigen Ort und Stelle zu sein, wo was Großes passierte. Wenn man jetzt in einem Konferenzraum sitzt und über den Bosnienkrieg verhandelt oder wenn man gerade dabei ist, die Rede für Ronald Reagan 1987 zu schreiben, wo wir später uns den wichtigen Ausschnitt auch nochmal angucken werden, ist einem in dem Moment klar, ich bin hier gerade an was Historischem, ich bin hier an was beteiligt, was bleiben wird? Das erste Mal, als ich bei den Vier-Mächte-Verhandlungen war, war das so. Ich war ja 27 Jahre alt, also ich war wirklich etwas frisch in dem Geschäft. Und habe ich mir gesagt, hier, du machst du was, was du nie wieder machen wirst. Das ist so toll. Ja, da habe ich. Aber dann nachher kamen andere Ereignisse. Und nachher hatte ich keine Zeit daran zu denken, ob das historisch war oder nicht. Es geschah einfach in dem Moment. Das war die Aufgabe. Herr Kornblum, wie es gute Sitte ist in dieser Sendung, ist hier Ihre Akte. Die können Sie korrigieren, die haben wir geschrieben. Wir haben uns um Richtigkeit bemüht. Trotzdem könnten da immer wieder Fehler drin sein, waren immer schon mal wieder Fehler drin. Das überlasse ich jetzt ganz und gar Ihnen, das zu korrigieren und das uns vorzutragen, bitte. Und bis jetzt ist es da. Wiege des Motown, das stimmt. Sie müssen das den Zuschauern auch vorlesen, weil die kriegen das, sehen das, wissen das jetzt. Sie Wiege des Motown, ich bin in Detroit, Michigan geboren, Automobilindustrie, aber Wiege des Motown, das stimmt. Das ist die wunderbare Musik. Sie gehen das jetzt durch, Herr Kornblum, wir machen es folgendermaßen. Ich lese es Ihnen vor und Sie zeigen sofort, für den Fall, dass Sie nicht einverstanden sind, sofort aufzeigen, so unterbrechen. Die Präsidentschaft von John F. Kennedy, also ich bin 70 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern. Detroit, Michigan hatten wir schon. Sie haben den zweiten Namen Christian. Ja. Da sprechen wir gleich drüber. Das war mein Großvater. Die Präsidentschaft von John F. Kennedy, die inspirierte mich, in den diplomatischen Dienst meines Landes einzutreten. Ich war Vizekonsul am Konsulat der USA in Hamburg, später Mitarbeiter der politischen Abteilung unserer Botschaft in Bonn. In Washington arbeitete ich an wichtiger Stelle für den Außenminister Kissinger, später als Abteilungsleiter im Außenministerium während der Amtszeit von Ronald Reagan. Immer wieder hat Deutschland eine wichtige Rolle in meiner Laufbahn als Diplomat gespielt. So war ich am größten Agentenaustausch in der Ost-West-Geschichte beteiligt oder schrieb die Rede, die Präsident Reagan 1987 am Brandenburger Tor hielt. Na, schrieb ist natürlich im Inhaltssinne. Ein Redeschreiber schreibt die Rede, aber ich habe die Inhalte gebracht, sozusagen. Das heißt, man sitzt da? Wo eigentlich genau? Und ich war in Berlin. Sie waren in Berlin? Ich habe Entwürfe nach Washington geschickt. Und Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Das war auch drin. Das war von Ihnen? Das war von mir. Und dann ein Redeschreiber, das ist immer so der Fall. Er nimmt den Text oder auch der Präsident selbst. In diesem Fall glaube ich nicht, dass Reagan sehr viel mit dem Text zu tun gehabt hat. Aber ein Redeschreiber hat auch den Text so verfasst. 1997 ernannte mich Präsident Clinton zum Botschafter der Vereinigten Staaten in Deutschland. Nach Ende meiner Amtszeit 2001 wechselte ich in die Wirtschaft. Was zu meinen Gunsten vorliegt, der Satz, Mr. Gorbatschow, tear down this wall is for me. Ich war an der Beendigung des Bosnienkrieges beteiligt. Ich habe die amerikanische Botschaft wieder nach Berlin gebracht, Regierungsumzug. Was zu meinen Ungunsten vorliegt, während meiner Amtszeit als Botschafter soll ich zwischenzeitlich imperialer Nostalgie zum Opfer gefallen sein. Da gibt es einen Spiegelartikel von Jürgen Ruhlhöfe. Das steht nicht zu meinem Ungunsten. Ich bin stolz darauf, dass der Spiegel so inspiriert wurde, das zu schreiben. Das zeigte, dass ich meine Arbeit gut gemacht habe. Ach, wirklich?
Ja. Aber als Botschafter? Ja, der Artikel war natürlich alles Quatsch. Es war, wir können das länger diskutieren, wenn Sie wollen, aber es war Teil einer Kampagne gegen mich wegen Bau der neuen amerikanischen Botschaft. Mhm. Und die Kampagne wurde durch das Rathaus hier geleitet. Und der Artikel wurde durch das Rathaus hier geleitet. So, es war eine sehr schwierige Zeit für mich. Mhm. Aber ich war stolz auf diesen Artikel, weil es gezeigt habe, dass wir unsere Arbeit gut gemacht haben. Aber da würde ich mir das so vorstellen, dass dann das State Department, also Ihr Dienstherr in Washington, sagt, Herr Kornblum, was ist los? Wieso schreiben die Böse in der Zeitung? Sie sind doch Diplomat. Die haben mich gratuliert. Ach, tatsächlich? Ja, weil das Problem war, wir wollten unsere Botschaft da bauen, wo es jetzt ist. Und wir müssten verstärkte Sicherheitsbedingungen haben, weil Al-Qaida anfing zu arbeiten schon 1998, 99. Und ich musste mich durchsetzen. Und die haben mich natürlich nicht unterstützt, sondern haben das von mir verlangt, dass ich auch diese Sicherheitsmaßnahmen durchgesetzt habe. So als ich da dafür kritisiert wurde, dann haben sie gesagt, na, deshalb bist du da. Mhm. Ich habe den Deutschen die Vorzüge von Optimismus nicht vermitteln können. Das stimmt, aber ich arbeite noch dran. Ich hatte keine Zeit, Präsident Obama eine richtig mitreißende Rede für seinen Berlin-Auftritt in der vergangenen Woche zu schreiben, Herr Kornblum. Ich habe doch einen geschrieben, der erschien in Focus letzte Woche. Und ich würde nicht sagen, dass er mitreißend war. Aber da muss man selber entscheiden, ob es besser war als das, was gehalten wurde. Jetzt reden wir noch mal über den 26. Juni 1963. Mhm. Da ist Präsident Kennedy in Berlin. Und meine Damen und Herren, wir zeigen Ihnen jetzt einen Ausschnitt. Natürlich haben Sie zigmal, ich bin ein Berliner, schon um die Ohren geknallt gekriegt. Aber Präsident Obama selbst hat in der vergangenen Woche darauf hingewiesen, dass John F. Kennedy vor diesem Satz, der in Deutschland so gut ankam, schon eine ganze Menge zum Thema Freiheit gesagt hat. Und das zeigen wir Ihnen jetzt. Mankind. Freedom is indivisible. And when one man is enslaved, all are not free. When all are free, then we can look forward to that day when this city will be joined as one and this country and this great continent of Europe in a peaceful and hopeful globe. When that day finally comes, as it will, the people of West Berlin can take sober satisfaction in the fact that they were in the front lines for almost two decades. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Herr Kornblum, wenn Sie sich jetzt erinnern, Herr Kornblum, Sie haben mir schon erzählt, Sie haben die Rede seinerzeit in den Vereinigten Staaten noch verfolgt, als Student. Student, Georgetown University, haben wir gehört. Mhm. Wie hat Ihnen denn die Rede gefallen? Also, dass es den Deutschen das gefallen hat, wenn der amerikanische Präsident dann auch noch einen deutschen Satz einbaut, keine Frage. Er hat sowieso hier Popstar, Nimbus mehr oder weniger besessen. Mhm. In den USA war man ja wahrscheinlich anders auf ihn geguckt. Und wie hat es Ihnen damals gefallen? Nein, er war auch in den USA auch ein Popstar, nur er war auch mitten in dem politischen Tunnel sozusagen. Und so, es hat auch viele Kritiker gegeben. Aber man darf nicht vergessen, dass diese Rede war nicht in ein Vakuum gehalten, sondern es kam mehr oder weniger am Ende von einer langen Phase von Spannungen, Konfrontation. Und im Oktober 1962, also 9 Monate vorher, ist es fast zum Krieg gekommen. Mhm. Und man liest, wenn man jetzt die Geschichte liest, dann liest man, dass Khrushchev diese Kuba-Krise benutzen wollte, um sozusagen ein Beispiel da zu machen. Aber es war auch Teil seiner Berlin-Strategie, weil er wollte die Vereinigten Staaten durch diese Raketen in die Knie zwingen. Und danach wollte er dann in die UNO gehen und dann eine große Verhandlung
anfangen, wo denn auch Berlin sozusagen zum Opfer, das heißt West-Berlin zum Opfer fallen sollte. So, diese Rede war nicht nur eine Rede, der sagt, seid tapfer hier in dem geteilten Berlin, so, es war eine Kette. Und interessanterweise, dass der nächste Schritt in dieser Kette nicht eine Konfrontation mit den Russen war, sondern es war eine Abrüstungsverhandlung. Mhm. Als Sie das angeguckt haben als junger Student, haben Sie dann auch gedacht, naja, der John F. Kennedy hält sich jetzt in einem Land auf, mit dem meine Familie immerhin zu tun hat, weil ihre Großeltern sind Ende des 19. Jahrhunderts nach Amerika gegangen, aus Ostpreußen, ohne Not, sondern wie Sie schon mal erzählt ohne haben. Ohne Not, nein, die waren einfach Abenteuerlust, die wollten einfach nach Amerika. Weil Ihre Großmutter hatte, glaube ich. Ja, meine Großmutter war die das so inspiriert hatte, ja. Und haben Sie dann gedacht, als Sie da saßen, ja, der redet jetzt in einem Land, das ist wichtig für mich, das ist wichtig für meine Familie? Ja, eigentlich nicht, ehrlich gesagt, weil ich habe schon erwähnt, deutsche Einwanderer sind nicht so heimatgebunden. Sie fühlen in den USA? In den USA, sie fügen sich schon sehr schnell rein. Und ich hatte nicht das Gefühl, meine anderen beiden Großeltern waren auch in Europa geboren. Das hat bestimmt was zu tun mit meinem Interesse an Europa. Aber wir hatten nicht das Gefühl, irgendwie Kontakt. Wir hatten keine Verwandten, die wir kannten. Mhm. Weder in England, wo meine Ahnen kamen, oder in Deutschland. Und der Krieg, Sie dürfen nicht vergessen, ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo der Zweite Weltkrieg das größte Ereignis war. Nicht der Krieg selber, sondern die Nachkriegszeit. Und ich erinnere mich, ich teste diese Erinnerung ständig, weil ich finde es irgendwie interessant, aber es stimmt. Ich war mit meinen Eltern im Kino, da war ich 6 Jahre alt und wir haben Filme von der Luftbrücke gesehen. Ich erinnere mich sehr genau dran. So, das heißt, diese Kapitel waren einfach das Leben auch für junge Menschen in diesen Jahren. Jetzt denken wir auch noch mal daran zurück oder gucken uns noch mal an, anknüpfend an also die große Kennedy-Rede 1963 und dann die Rede von Ronald Reagan mit ihren Anregungen damals schon als außenpolitischer Experte, als Deutschland-Experte, die Aufforderung unmittelbar an den neuen Mann im Kreml, nämlich an Michael Gorbatschow von Ronald Reagan. Heute sage ich, solange das Tor zu ist, solange wird diese Mauer als Wunde fortbestehen. Es ist nicht die deutsche Frage allein, die offen bleibt, sondern die Frage der Freiheit für die gesamte Menschheit. Generalsekretär Gorbatschow, wenn Sie nach Frieden streben, wenn Sie Wohlstand für die Sowjetunion und für Osteuropa wünschen, wenn Sie die Liberalisierung wollen, dann kommen Sie hierher zu diesem Tor. Herr Gorbatschow, öffnen Sie dieses Tor. Und Herr Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer ein. Herr Kornblum, zu dem damaligen Zeitpunkt war ich ein 18 Jahre alt, sehr, sehr weit links und ich hätte niemals Ronald Reagan wirklich zugehört, sondern war der Meinung, das ist ein Mann, der treibt uns ins Unglück. Mhm. Das war, ich habe zur Friedensbewegung gehört 1982. Hätten Sie mich damals verstanden? Also wir wären uns begegnet, Sie schon arrivierter Außenpolitiker im State Department und irgendein Schüler aus Deutschland und der sagt, was macht ihr denn da? Ihr treibt uns an den Abgrund. Hätten Sie das begriffen oder hätten Sie verstehen können, warum ich so denke? Ja, natürlich, ich habe es verstanden. Ich habe einen Grund, warum diese Rede zustande gekommen ist, war, dass ich in den Jahren 1980 bis 1983 mehr oder weniger der Sprecher war für die amerikanischen Positionen über die Mittelstreckenraketen in Deutschland, weil ich auch gut Deutsch könnte und ich war noch sehr jung und so, ich habe sie natürlich nicht gezählt, aber 75, 100 verschiedene Veranstaltungen gemacht in 4 Jahren. Und ich habe alle diese Diskussionen gehabt, von oben bis unten, links, rechts. Manchmal durfte ich überhaupt nicht reden. Ich habe also die volle Wut, wenn Sie wollen, die Friedensbewegung. Ich habe auch sehr oft auf derselben Plattform gestanden wie Petra Kelly und Otto Schily. Und Sobert Schily ist immer noch ein guter Freund von mir aus der Zeit. Ich glaube, ich habe das völlig verstanden. Und ich sehe, es ist ein langes Thema, aber ich sehe die Geschichte Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg sowieso als ein Kontinuum sozusagen, eine kontinuierliche Entwicklung weg
von dem Absolutismus des Dritten Reiches hin zu einer modernen, liberalen, demokratischen Staat. Und aber heißt das, bedeutet das auch gleichzeitig weg, also als John F. Kennedy hier gesprochen hat, war völlig klar, die Westbindung, die Adenauer wollte, war dann irgendwann fast zwangsläufig, spätestens als die DDR Berlin eingemauert hat, die Mauer selbst gebaut hat. Aber da war Deutschland eng an der Schutzmacht USA. Ja. Jetzt haben gerade zum Besuch vergangene Woche von Barack Obama viele Leute geschrieben, der entfernte Freund, der verloren gegangene Freund, die eingeschlafene Freundschaft, so eine Beziehung über der Mehltau. Ist das zwangsläufig, wenn die Gesellschaft sich modernisiert, dass sie dann auch nicht mehr guckt, was ist meine Schutzmacht, sondern nur nach Partnern? Ja, natürlich. Deutschland sollte keine Schutzmacht haben. Mhm. Deutschland ist im Moment das drittwichtigste Land auf der Welt und wird auch so bleiben. Und es ist... Deutschland soll andere schützen und braucht keinen Schutzmacht. Aber das ist genau, was ich meine. Wenn man die Stunde Null sozusagen 1945 als Anfangspunkt nimmt, dann brauchte man nicht nur einen Schutzmacht, sondern man brauchte sozusagen einen Tropf. Man musste ja wirklich nur künstlich ernährt werden. Und um den Reigen komplett zu machen, Herr Kornblum, nochmal einen Ausschnitt aus der Rede von Barack Obama aus der vergangenen Woche vor dem Brandenburger Tor. Diesmal die andere Seite, weil Herr Gorbatschow, meine Damen und Herren, und andere Leute ja dieses Tor tatsächlich aufgemacht haben und die Mauer eingerissen haben. Natürlich vor allen Dingen viele Leute aus der DDR-Bürgerrechtsbewegung. Hello, Berlin. Wants to feel free to. Because corrupt dictatorships gave way to new democracies. Because millions across this continent now breathe the fresh air of freedom, we can say here in Berlin, here in Europe, our values won. Openness won. Tolerance won. And freedom won. So today I'm announcing additional steps forward. After a comprehensive review, I've determined that we can ensure the security of America and our allies and maintain a strong and credible strategic deterrent while reducing our deployed strategic nuclear weapons by up to one-third. Das mit den strategischen Atomwaffen hat jetzt hier keinen so wahnsinnig durchgerüttelt, weil man ja anderes miteinander Beef miteinander hat, also Sachen wirklich da liegen, die der Besprechung harren. Zum Beispiel, wenn Barack Obama sagt, Offenheit hat gewonnen, dann kann man natürlich aus westeuropäischer, aus deutscher Sicht sagen, ja, aber Offenheit heißt nicht, dass ihr uns ausspionieren dürft. Das finden wir eigentlich nicht gut, dass es in so großem Rahmen passiert. Ich habe gestern Morgen den rechtspolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Wolfgang Bosbach, gehört, der empört war über PRISM und das, was der britische Geheimdienst gemacht hat. Sind das Beziehungsstreitigkeiten oder ist das ein generelles Unverständnis, wie Sicherheit zu erreichen, zu stabilisieren, Herr Kornblum? Das ist das Schicksal von dem Land, das alle anderen verteidige. Deutschland macht ähnliche Sachen. Ich will jetzt hier keine Behauptungen machen, aber es gibt Zusammenarbeit auch auf dieser Basis, bestimmt. Ich habe keine Fakten, aber das Problem ist nicht, ob man sowas macht, sondern wozu und unter welchen Kontrollen. Und ich lebe viele Jahre in diesem Land und ich habe mich daran gewöhnt, dass es immer Empörung gibt über irgendwas in den Vereinigten Staaten. Das ist ein normaler Zustand. Es ist aber doch trotzdem, hat ja auch einen Anteil, der außerordentlich ärgerlich ist, dass die NSA hingeht und sagt, ja, wir hören erstmal alles ab, was uns passt, was unser Parlament uns genehmigt, weil es ist ja alles auf parlamentarischer Grundlage. Ja, erstens ist es nicht alles, sondern die haben auch gesagt, es sind nicht mehr ein halbes Dutzend Sachen, die abgehört worden sind, und die sind immer gezielt auf Gefahren, die vielleicht auch für Deutschland in Gefahr sind. Mhm. Wir machen diese Arbeit für Deutschland sozusagen. Aber man kann empört sein, okay, aber es ist viel besser, wenn das nicht passiert. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben gerade vor ein paar Monaten einen Fall gehabt in Boston, wo zwei Brüder unglaubliches Unheil gerichtet haben. Und wenn man sagt jetzt, wenn die FBI ein bisschen hellhöriger gewesen wäre, wenn sie schon die Indizien ausgewertet hätten, die sie hatten, es wäre vielleicht nicht passiert. So, wir leben in einer unglaublichen Grauzone jetzt. Unglaublichen Grauzone. Aber ich habe mich schon manchmal gefragt, weil Sie sind ja häufig Gast auch in politischen Talkshows. Und ich erinnere mich, dass Sie bei, ich weiß gar nicht mehr, war das bei Anne Will, Sie saßen da nach dem 1. Mai
2011, also nachdem Navy Seals in Abbottabad Osama Bin Laden erschossen haben. Ja. Sie saßen da in der Runde und sie saßen so ein bisschen sphinxhaft da, weil um sie herum empörten sich Deutsche darüber, dass Osama Bin Laden erschossen worden ist. Das war übrigens in der vergangenen Woche auch sehr verhalten an der Stelle, als Barack Obama sagte, Osama Bin Laden ist nicht mehr. Ain't no more. Und da haben natürlich alle Leute so kurz innegehalten. Geht Ihnen das dann nicht auf die Nerven, dass die Leute um Sie herum höhere moralische Ansprüche haben und sagen, man darf den nicht einfach erschießen, auch wenn er ein Massenmörder ist? Manchmal ein bisschen geht das auf die Nerven, ja. Aber man, wie gesagt, ich bin lange dabei und ich habe es angewöhnt, die Zustände, natürlich, man muss menschlich sein, man muss auch seine Werte vertreten, aber zur gleichen Zeit, Deutschland hat eine lange Entwicklung gemacht, zwischen 1945 und jetzt. Das politische Klima ist um ein Vielfach ruhiger und ausgewogener jetzt als vor 30 oder 40 Jahren. Aber wenn wir darauf zurückkommen, es geht ja da nicht um Deutschland, sondern es geht ja da eher darum, es geht ja da eher um amerikanische Zweifelhaftigkeiten, um es mal diplomatisch auszudrücken, also den Mann einfach zu erschießen oder mit Drohnen Leute auszusuchen, die der amerikanische Präsident aussucht, das ist ja rechtsstaatlich problematisch. Mag sein, aber Amerika ist ein Rechtsstaat Nummer eins und es wird kontrolliert. Wie gesagt, wir sind die die anderen schützen. Ja. Und wir werden diese Rolle jetzt in absehbarer Zeit ununterbrochen spielen. Und das Schlimmste, ich habe gelernt, nebenbei gesagt, damals, Sie haben das angesprochen, war den Doppelbeschluss. Der Doppelbeschluss war kein Doppelbeschluss, der die Raketen... Pershing 2 nach Deutschland, SS-20. War keine amerikanische Erfindung. Es war die Erfindung von Helmut Schmidt. Und Helmut Schmidt hat es erfunden, er hat das neulich zum ersten Mal, seit 40 Jahren hat er das erzählt, in der Bild-Zeitung, hat gesagt, ich habe das getan, weil ich Angst hatte, dass Jimmy Carter, damals der Präsident Carter, zu schwach war. Und Präsident Carter war einer, der gewählt wurde, ähnlich wie Obama, nach vielen Skandalen, nach einer sehr schwierigen Zeit. Und er war gewählt sozusagen als Heilslösung fast. Ein bisschen wie Obama auch war. Und er wollte wirklich Abrüstung, er wollte alle Truppen aus Korea ziehen. Er wollte die konventionellen Waffen nicht mehr in der Welt verkaufen. Und das hat Helmut Schmidt so aufgeregt, als er diese neuen russischen Raketen gesehen hat. Und dann hat er gesagt, ich muss die Amerikaner animieren, um was dagegen zu tun. Und das war der Doppelbeschluss. Also wir wurden dann nachher... Also wirklich, Sie haben gesagt, ich habe das gemacht, ich habe Mütter zu mir gekommen sind mit einem Baby und gesagt, warum wollen Sie mein Kind töten? Sie persönlich waren überzeugt, dass wir einen nuklearen Krieg in Deutschland starten wollten. Ja, genau. Ich war überzeugt, dass Ronald Reagan gesagt hat, Reich des Bösen zu sehen, genau. Das macht der Mann, so, das ist ja verrückt geworden. Wenn ich weiß, dass das nicht der Fall ist, wenn ich weiß, dass das alles ein Projekt der Bundesrepublik Deutschland ist, was soll ich denn denken, wenn Leute reden? Dann denke ich, dieses Land muss sich noch weiter entwickeln. Das ist nicht genug Selbstbewusstsein da, um zu sehen, dass das alles Teil einer sehr ausgewogenen Strategie ist. Jetzt muss ich Sie ja komplett mit den fiesen Sieben konfrontieren. Wem fühlen Sie sich mental näher? Einem deutschen Oberstudienrat oder einem Mann aus Texas, der eine Ranch besitzt? Gute Frage. Im Endeffekt ein Mann aus Texas. Warum? Weil bei allen bestimmt verschiedenen politischen Meinungen, wir haben das Gefühl der Offenheit und Freiheit, was es in Europa nicht gibt. Für Europa ist Demokratie, ein geordnetes Leben wichtig. Für uns gibt es nur ein Wort, Freiheit und keine Kontrollen. Glauben Sie, dass Gott noch zuhört, wenn ein amerikanischer Politiker seine Rede mit Gott schütze die Vereinigten Staaten von Amerika beendet? Wenn er vor 100 Jahren zugehört hat, dann hört er immer noch zu. Warum können Amerikaner nicht so gute Autos bauen wie Deutsche? Das muss Detroit Motor City. Weil Amerikaner andere Talente und andere Ziele haben. Die endgültige Perfektion ist nicht unser Ziel. Mehr das ein Friseur in Washington D.C. so erklärt, entweder man ist cool oder man ist perfekt. Man muss sich entscheiden. Naja, wir bauen keine BMWs. Aber wir bauen Apple, Facebook, Google, wir gehen auf den Mond, wir haben andere Talente.
Mit welcher First Lady hätten Sie gerne einen Abend ganz allein verbracht? Oh, interessant. Also welche waren am Wege? Nancy Reagan, Laura Bush, Hillary Clinton. Ich kann nur zu meiner Lebenszeit reden, natürlich. Die anderen, und ich glaube, es gibt ja nur eine Kandidatin unter dieser Gruppe, und das ist die. Na, es gibt zwei. Einmal Jackie Kennedy, aber jetzt einmal Michelle Obama. Ich glaube, das ist eine fantastische Person. Da ist gleich die nächste Frage. Welche Amerikanerin steht mehr für das Amerika des 21. Jahrhunderts? Lady Gaga oder Michelle Obama? Beide. Beide? Ja. Die haben je ihre Rolle. Wenn es Ihnen die NSA anbieten würde, den Mailverkehr von welchem prominenten Deutschen würden Sie gerne lesen können? Oh. Es würde mir nicht interessant genug sein, um das zu tun, wollen wir es so sagen. Warum ist europäischer Fußball langweilig, Herr Kornblum? Für mich ist es nicht langweilig. Ach, tatsächlich? Aber es war langweilig, aber ich lebe viele Jahre hier. Ich glaube, es ist für Amerikaner langweilig nicht, weil wir das Spiel nicht verstehen oder weil wir es komisch finden, dass sie kürzere Hosen anhaben oder sowas, sondern weil wir es nicht kennen. Und ja gut, aber es gibt viele Frauenfußballmannschaften, Mädchen spielen Fußball. Ja, die Frauen lieben das. Mhm. Aber Sport ist im Endeffekt eine fantastische Sache. Ich liebe Sport. Ich komme aus einer Stadt, meine Heimatstadt ist ein bisschen wie Dortmund. Mhm. Und wir lieben Sport. Es ist eine der Sachen, die wir sehr gerne haben. Aber Sport ist auch im Endeffekt, also die Profisport, die wir kennen, auch eine Geldsache. Mhm. Wenn ich ein 17-Jähriger, 16-Jähriger bin, und ich sehe, dass ich gut athletisch sein kann, dann sage ich, wo kann ich Geld verdienen? In Amerika verdient man mit Soccer kein Geld. Man verdient mit Fußball, Baseball, Eishockey und vor allem Basketball. Mhm. Aber nicht mit so rumlaufenden kurzen Hosen. Herr Kornblum, Sie haben ja wirklich mal gesagt, dass Sie schon mehr Zeit in Deutschland verbracht haben, als Sie zuzugeben bereit sind, wie ich eingangs sagte. Wie geht denn das jetzt weiter? Planen Sie denn, dass Sie auf unbestimmte Zeit in Deutschland bleiben? Oder ja, natürlich. Wir leben hier und wir leben hier, bis es irgendwie besser ist, dass wir nicht leben hier. Das heißt, wenn wir älter werden und vielleicht lieber in Amerika leben wollen. Wir bauen gerade ein zweites Haus. Wir haben ein Haus in Washington und jetzt bauen wir eins in, das wird Sie vielleicht überraschen, in Nashville, Tennessee. Das überrascht mich nicht. Ja, das überrascht die meisten. Wir tun das, weil unsere Söhne da studiert haben und weil wir die Stadt richtig gern lieben gelernt haben. Auch weil wir die Musik da, die Country-Musik, sehr gern haben. Und weil es eine unglaublich schöne Atmosphäre hat. Und so, wir bauen jetzt da ein Haus und wir werden sehen, wie viel wir da leben. Wir sind hier sehr verpflanzt hier. Das ist nicht, dass wir weggehen, aber wir sind ja immerhin Amerikaner und wir wollen auch da sehen, dass, wenn wir älter sind, vielleicht auch da mehr Zeit verbringen. Dann wünsche ich Ihnen, Herr Kornblum, dass es an jedem der Orte ausgezeichnet geht und Ihnen die Sonne scheint. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Meine Damen und Herren, das Gleiche gilt natürlich für Sie. Auch für Sie soll morgen möglichst ein sonniger Tag anbrechen. Schön, dass Sie uns heute Ihre Zeit geschenkt haben. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.